Hallo und herzlich willkommen zu Die Sterne im Juli 2019. Mein Name ist Kurt Kleinschmidt. Ich bin psychologischer Coach und Astrologe. Und wir wollen uns hier mal die Zeitqualität im Juli anschauen. Welche Tendenzen sind da zu erwarten? Und außerdem wollen wir den Neumond und den Vollmond uns angucken. Und dazu werde ich diesmal ausnahmsweise einen Blick ins Tarot auch machen, einen kleinen, um das unterstützend mal anzuschauen. Und generell sind die Tendenzen halt hier so gewählt, dass man schaut, wo geht, in welche Richtung geht das grob. Aber wenn man das genauer wissen möchte, dann ist das noch bei, auf Facebook findet man meine tagesaktuellen Beschreibungen. Die kann man gerne abonnieren unter meinem Namen dort. Oder Wochenhoroskope auf meiner Webseite poloastro.de. So, dann wollen wir auch mal gleich loslegen. Und zwar haben wir hier zum 1.7. die Sonne ja bereits seit mehreren Tagen im Krebs. Das heißt, wir haben hier eine Qualität der Gefühle, eine sehr gefühlsstarke Zeit. Und wir haben außerdem auch die Themen Familie, Herkunft, Heimat, das Wohnen, das sind alles so Geschichten, die jetzt in irgendeiner Form besonders im Fokus sein können. Außerdem ist es ja eine Phase, wo man Geborgenheit besonders sucht und auch eine Phase, wo es mal vor und zurück gehen kann, wie der Krebs halt auch vor und zurück geht in der Natur. Und es ist auch ein Naturzeichen, übrigens ein besonders stark ausgeprägtes, ist ja halt auch so dieses Heimatliche. Und außerdem auch eine Phase, in der ja so ein bisschen der Rückzug gesucht wird, auch öfter mal, und so ein bisschen eine etwas introvertiertere Zeit, bevor wir dann in den Löwen kommen zum Ende des Monats oder beziehungsweise in knapp 20 Tagen, wenn die Sonne den Krebs durchlaufen muss. Das ist ja auch das erste Sommerzeichen der Krebs. Und dementsprechend werden jetzt hier auch Familienfeste oft gefeiert, was ja auch wieder dieses Familiäre betont. Oder auch Familienurlaub findet ja häufig statt. Das ist auf jeden Fall hier im Fokus. Dazu haben wir in diesem Monat weiterhin hier diese Verbindung, die schon vor Monat beziehungsweise schon länger begleitet. Es ist hier der Jupiter und der Neptun, die hier beide in Spannung zueinander stehen. Und das heißt, hier ist eine Fülle an Illusionen möglich. Es kann viele Unklarheiten geben. Und generell ist auch diese Wasserthematik, Neptun ist ja der Meeresgott, die ist hier herausgefordert durch die Fülle, also eine Menge an Wasser oder das Gegenteil, dann Wasserknappheit. Also das sind beides ja, Szenarien, die jetzt in diesen kommenden Wochen und Monaten uns hier betreffen. Und generell ist halt auch die Gefahr von Illusionen, wie ich sagte, halt auch fürs alltägliche Leben etwas verstärkt. Eine schöne Auswirkung davon wäre halt zum Beispiel ja, vermehrtes spirituelles Erwachen, sage ich mal, oder so Erfahrungen zu sammeln dort. Oder auch ja, eine große Kreativität könnte das bringen. Und auch eine große Schwärmerei, was ja auch nicht das Schlimmste ist. Das ist hier zum einen eine Thematik. Und dann haben wir außerdem weiterhin den Saturn am absteigenden Mondknoten zusammen mit Pluto. Und interessant ist, dass hier alle Langsamläufer hier, beziehungsweise die meisten, also Jupiter, Pluto, Saturn und auch Neptun rückläufig sind. Das heißt, diese Planeten haben in der Regel ihre negativeren Seiten in dieser Zeit. Und hier mit Saturn am absteigenden Mondknoten sind halt immer noch sehr viele Blockaden in der Gesellschaft und im Beruf möglich. Hier ist es ja ein Berufszeichen,
Steinbock stehen hier. Und es ist auch generell möglich, dass viele ja, Trennungen oder räumliche oder zeitliche oder Abschiede oder auch Distanz zu anderen Menschen hier eine Problematik ist. Und generell sind auch Blockaden hier vermehrt zu erwarten. Und mit Pluto zusammen kann das halt auch psychischen Druck bedeuten oder halt auch manipulative Tendenzen bringen. Und generell halt ist eine sehr, sehr starke Druck- und Kontrollthematik, die hier negativ wirken kann. Das ist noch zu beachten. Und dann haben wir in diesem Monat, da komme ich halt gleich noch drauf zu sprechen, zwei sehr fulminante Szenarien, und zwar einmal den Neumond, der mit einer Sonnenfinsternis einhergeht, und dann den Vollmond mit einer partiellen Mondfinsternis. Und außerdem sind in diesem Monat, wenn man jetzt schauen möchte, also welche Tage sind besonders zu beachten, zum Anfang des Monats ist relativ gesehen still. Also ich beschreibe ja auch die allgemeinen Tendenzen. Man muss natürlich als Astrologe dann immer schauen, wie das im Vergleich zum Geburtsbild aussieht. Das heißt, es kann natürlich individuell dann ganz anders aussehen. Jedoch ist aber von den allgemeinen Tendenzen die erste Monatsphase recht unauffällig. Und am 8. haben wir einen Tag, beziehungsweise am 9. haben wir einen Tag, der ja, Streit oder Blockaden bringen könnte. Da stehen nämlich Merkur und Mars hier dicht beieinander. Da könnte man höchstens versuchen, ja, Ziele durchzusetzen oder zu besprechen. Am selben Tag stehen aber auch die Sonne und Saturn sich gegenüber, und das könnte halt auch Blockaden bedeuten. Oder Einschränkungen oder von Ämtern vielleicht halt hier auch ja, Maßregelungen, sowas wäre auch denkbar. Also das wäre am 9. Tag, den man sich vielleicht merken könnte. Und ansonsten positive Tage sind der 8., der 18. und der 25. Das sind alles Tage mit schönen Venus-Aspekten, die dann für die Liebe oder für Beziehungen sich oder für Künstlerisches sich positiv auswirken können. Und der 25. besonders wäre vielleicht auch für Gespräche ein schöner Tag, für Aussprachen oder für liebevolle Worte. Und ansonsten noch zu beachten sind auf jeden Fall zwei Phasen mit Mars-Aspekten hier in dem Monat. Und zwar einmal vom ungefähr ist das, also Mars-Aspekte gelten halt so grob gesagt eine Woche. Das ist so vom 9. bis 13. so knapp. Da steht der Mars dann schwierig zu Uranus. Und zwar wirkt er hier aus dem Löwen in Spannung zu Uranus. Und das heißt, da ist die Unfallgefahr erhöht und vielleicht auch, ja, Ziele stehen hier quasi mit unvorgesehenen Ereignissen im Konflikt. Und ansonsten ist halt auch die Streit und die oder die Aggressions, Gefahr größer, und man könnte auch sagen, es ist eine etwas unruhige Phase. Also das beachten bei der Terminplanung vielleicht. Und dann haben wir noch mal Ende des Monats eine Marsphase, die aber positiv ist. Da wirkt nämlich dann der Mars, der dann hier fortgeschritten ist im Löwen, der wirkt dann hier im positiven Aspekt zu Jupiter. Das ist eine schöne Phase für Reiseplanung, für Reisen, für Bildungsgeschichten, überhaupt für erfolgreiches Schaffen. Für große Ziele vielleicht auch, das dürfte man sich noch merken. Das wollte ich hier gesagt haben zu den Tendenzen. So, dann schauen wir uns hier den Neumond an. Wir haben hier einen Neumond mit einer Sonnenfinsternis. Und zwar findet dieser Neumond, also erstmal muss man natürlich dazu sagen, das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr heftige Energie hier mit der Sonnenfinsternis. Und dieser Neumond findet hier statt im Zeichen Krebs und im 7. Haus in der Begegnung. Das heißt, wir haben hier Neuanfänge oder neue Zyklen im Beziehungsbereich oder im Begegnungsbereich. Das kann ganz direkt die Partnerschaft betreffen, dass man vielleicht einen neuen Partner hat. Es kann auch einen neuen Zyklus innerhalb einer Partnerschaft einläuten, oder es könnte halt auch Geschäftspartnerschaften betreffen.
Und diese Anfänge könnten natürlich auch im familiären Bereich eine Rolle spielen. Ist ja das Krebszeichen hier. Oder vielleicht zieht ein Pärchen zusammen, ja, weil man ja im häuslichen, im wohnlichen Bereich hier im Krebs diesen Neumond hat. Und hier geht es mit dem Aszendenten im Zeichen Steinbock um, ja, man könnte sagen, Abgrenzung und Trennung auch. Das hört sich jetzt vielleicht etwas paradox an, aber das spielt hier eine Rolle. Also das könnte sein, dass hier Neuanfänge stattfinden, mit Barrieren quasi. Oder dass es eine sehr ernste Geschichte ist, also eine Ernsthaftigkeit, das begleitet, also auch ein Schatten, das begleitet. Wir haben ja auch die Sonne verdunkelt, der Sonnenfinsternis. Also das sind jetzt hier keine leichten Neuanfänge. Und die Sonne herrscht hier auch über den Bereich des achten Hauses. Das sind halt die festen Bindungen oder die Krisen vielleicht auch oder gemeinsame Werte. Und mit dem Aszendenten hier im Steinbock, wie gesagt, und also ist das Thema Verantwortung vielleicht halt auch wichtig. Und dann haben wir den Herrscher vom Steinbock, den Saturn, hier zusammen mit Pluto und dem absteigenden Mondknoten im ersten Haus. Das heißt, dass die Eigenverantwortung hier eine große Rolle spielt bei diesen Neuanfängen und dass man vielleicht auch noch ja gewisse Hindernisse für die eigene Person hier dem Glück im Wege stehen oder noch das Ganze begleiten. Vielleicht spielen ja auch noch Trennung oder sind das Neuanfänge, wo Trennung oder distanziertes Verhalten anderer eine wichtige Rolle spielen, die noch nicht ganz überwunden ist. Dann haben wir Pluto hier auch noch mit bei. Das Pluto ist ja auch wirklich eine ganz intensive Kraft, auch rückläufig, auch hier im ersten Haus. Das heißt, das ist schon so eine Krisensituation, die das Ganze hier begleitet, das muss man schon so sagen. Dann haben wir ja, oder beziehungsweise vielleicht ist auch so diese Los, dass man erst noch etwas loslassen muss, bevor es hier in das gemeinsame Glück geht. Das wäre denkbar. Und dann haben wir ja auch zum Beispiel Chiron, das Gestirn der Heilung und Verletzung in Spannung hier zum Aszendenten. Und das bedeutet halt auch hier, dass hier Wunden noch bestehen oder dass hier ja vielleicht auch die Arbeitsthematik oder Gesundheitsthematik eine Rolle spielen könnte und es da Konflikte gibt. Dann haben wir hier ein MC, also das Ergebnis des Ganzen im Zeichen Skorpion. Und Skorpion ist ja auch wieder eine ganz intensive Kraft. Also das Ergebnis ist hier oder das soll dabei oder könnte dabei rauskommen, ist hier eine feste Bindung oder quasi eine Abmachung, die hier auf das erste Haus wieder zielt, weil der Herrscher vom Skorpion, der Pluto, steht hier im ersten Haus. Also das heißt, es gibt hier eine Krise vielleicht wieder, auch als Ergebnis. Also das ist noch nicht beendet dann nach diesem, sagen wir mal, zweiwöchigen Zyklus oder beziehungsweise noch länger. Also das ist hier ja auch mit der Sonnenfinsternis. Also das sind ja immer so Zyklen, die dann eine ganze Weile einen begleiten. Und diese Verbindlichkeiten, oder Abhängigkeiten, die bleiben hier bestehen und fixieren sich auf die eigene Person. Also hier gibt es noch eine ganze Menge an, ja, ich sage auch mal, psychischen Ballast, der hier das Ganze begleitet. Und man könnte auch sagen, dass hier mit dem Pluto eine Transformation erforderlich ist. Eine Transformation der eigenen Person, des eigenen Willens, um hier das gemeinschaftliche Glück zu finden. Und generell könnte man hier vielleicht auch als Hilfestellung noch sagen, mit Uranus im Trigon, dass da vielleicht ja
neue Wege mal auch gerade in der Kommunikation notwendig sind, um hier dem Glück etwas weiterzuhelfen. Dann haben wir den während dieses Neumondes ja auch noch weiter diese Gefahr von Illusionen, die ich ja vorhin schon ansprach, mit Neptun und Jupiter, die hier in Spannung stehen. Jupiter ist hier schon so am Ende des 11. Hauses könnte man schon ins 12. rüberzählen. Das heißt, also Glück mit den Freunden oder auch der Sinn im Rückzug sind hier eine Thematik. Beides in Spannung zu Neptun bedeutet hier weiter Unklarheit im Freundesbereich oder also vielleicht auch Kraft zu finden dann im Rückzug und generell, also das ist auch so ein bisschen vielleicht so die Flucht oder so ein Verstecken, weil man sich dem Ganzen nicht stellen möchte. Das wäre möglich. Und mit Neptun im zweiten Haus sind halt auch hier finanzielle Geschichten, können hier Unklarheit bringen oder halt auch die Frage des Selbstwertes. Das wäre hier auch denkbar. So, und mit Chiron hier im dritten Haus, der hier in Spannung steht, also beziehungsweise der ist hier also Ende des zweiten Hauses, also das ist einfach eine Verletzung des Selbstwertes, könnte es auch sein, aber es kann halt auch vielleicht möglich sein, dass es hier auch wieder eine Kommunikationsgeschichte ist, wo sehr viel Kritik auch aufkommen könnte. Aber generell geht es halt einfach darum, halt auch Verantwortung zu übernehmen und dann dem Glück etwas entgegenzugehen, so. Aber man muss dann halt auch wirklich schauen, dass man hier nicht zu sehr in die Illusionen geht. Das wollte ich hier jetzt sagen zum Neumond und also das könnte man ja auch noch sagen. Also es ist auch eine sehr, sehr starke kommunikative Energie hier mit dem Mars dabei. Also muss man auch schauen, dass man seine Worte mit Bedacht wählt und das nicht zu ja, nicht zu aggressiv wird. Das ist, denke ich mal, wichtig. Und dann schauen wir nochmal, was das Tarot dazu sagt. Da habe ich mal zwei Karten gezogen und hier eine dritte Karte, die dann unter dem Deck war, die dann die zeigt, was wie es denn weitergeht. Und als erste Karte und habe ich dann die vier der Schwerter gezogen. Zur Klärung habe ich dann nochmal damit das nochmal genauer so definiert wird, hier die zweite Karte, neun der Schwerter und dann, wie gesagt, den Ausblick. Und die Karte 4 der Schwerter und auch die 9 der Schwerter sieht man ja schon, sind sehr, sehr, also von der, allein die Bildsprache hier sehr, sehr belastende Motive. Wie bei 4 der Schwerter sind hier die drei Schwerter hier liegen hier über der Person. Das ist eine Phase des Stillstandes, das ist quasi erzwungenen Stillstandes, könnte man sagen. Man möchte sich eigentlich nicht bewegen, ne, mit den Schwertern hier über einem. Das ist ja so quasi das Damoklesschwert mal drei. Und dann das vierte Schwert, was hier vielleicht zur Verteidigung lege, das ist ja auch zur Seite gelegt erstmal. Also wir haben hier eine Phase, also quasi eine erzwungene Zwangspause, eine Zeit des Stillstandes, was ja auch sehr schön passt hier zu dem Steinbock-Aszendenten, den ich eben erwähnte, und mit dem Saturn rückläufig. Saturn ist ja auch die Zeit. Also wir haben hier eine Phase also des Stillstandes und eine Phase des Rückzuges zur Klärung und im Prinzip auch eine sehr introvertierte Phase. Das ist ja auch so eine Meditationshaltung, die Person hier auf der Karte trägt. Und es ist auch die Chance, halt erstmal zu regenerieren, also eine Phase der Regeneration. Das ist hier bei diesen Neuanfängen möglich, beziehungsweise sind halt so sind die Karten. Dann zur Klärung habe ich hier nochmal die 9 der Schwerter gezogen. Die zeigt ja hier auch Schlaflosigkeit. Also Sorgen bedrücken einen. Es ist eine verzweifelte Situation vielleicht auch. Ja, es ist auch hier viel, viel auch wieder so eine Rückzugsphase, aber
vielleicht auch wieder Introvertiertheit. Man hat sich ja ins Gemäuer zurückgezogen. Also ist hier schon, also auch hier quasi ergänzt das sehr, sehr anschaulich, denke ich, wie was wir hier für eine schwierige Phase haben. Und gerade bei Neumond schläft man ja auch schlecht. Ja, also es ist ja, und bei Vollmond auch, also das sind immer so Phasen, wo der Mond ja angeleuchtet ist oder beziehungsweise Sonne und Mond, die beiden Lichter quasi Tag und Nacht ein bisschen vermischen. Und als Ausblick unter dem Deck hatte ich dann die Sieben der Münzen. Und die Sieben der Münzen ist ja auch wieder so eine Phase. Diese Person schaut ja hier auf das, was sie geschaffen hat. Es ist also quasi eine Phase der Reife. Man muss Geduld aufbringen. Also trotz der Sorgen und dieser Stillstandsphase sollte man hier Geduld aufbringen und vielleicht auch mal die Zeit reifen lassen und abwarten, dass hier die beste oder zu erwarten halt einfach. Also Schnellschüsse davon ist abzuraten. Das wollte ich hier ergänzt haben und dann schauen wir uns noch den Vollmond an. Und der Vollmond findet statt im Zeichen Steinbock. Und zwar hier im Bereich des 11. Hauses. Das sind die Freundschaften, das sind Gemeinschaften, Gruppen, Parteien, sowie soziale Medien, also Netzwerke. Das ist hier quasi bei diesem Vollmond mit partieller Mondfinsternis ist der. Da haben wir hier quasi einen verdunkelten Mond, der halt auch wieder natürlich dann schwierig, also gerade diese Themenbereiche, die ich ansprach, also Freunde oder Kollegen halt auch, der Kollegenkreis ist das ja auch, da gibt es einen Schatten, emotionalen Schatten, also da, und dann im Zeichen Steinbock sind die Gefühle ja sowieso reduziert, also das heißt, spärliche Emotionen oder vielleicht auch, dass man sehr viel Verantwortung fühlt, sehr schwere Gefühle. Und das Ganze hier auf dieser Achse 11 und 5 des Hauses, also das könnte sein, dass man hier sich eigentlich selbst verwirklichen möchte über eine Affäre, über die Liebe, über Spielfreude, über, wie gesagt, diese ganzen, also oder vielleicht auch Spaß, also kindliche Freude haben möchte oder auch, es könnte auch mit Kindern sich beschäftigen möchte, so. Und das Ganze steht halt hier in Polarität zu, ja, Druck aus dem Freundeskreis oder vielleicht auch aus dem Kollegenkreis. Und da gilt es, eine Balance zu finden. Und mit dem Aszendenten hier im Zeichen Fische haben wir hier eine sehr, sehr starke Sensibilität und vielleicht auch eine diffuse Geschichte. Also das heißt, also alles ist etwas verschwommen. Dann haben wir den Herrscher Neptun hier im Bereich des 12. Hauses. Das heißt also im Rückzug, in der Isolation zwischen den Welten, so quasi auch wieder so eine, wie beim Neumond eben, vielleicht auch so eine Phase von ja, Rückzug oder Flucht der eigenen Person. Man möchte es vielleicht gar nicht so wahrhaben und sucht hier die Stille. Das Ganze, der Neptun bleibt ja hier in Spannung zum Jupiter. Und das könnte halt, wie gesagt, diese Illusion anzeigen oder ja, Täuschung und könnte auch bedeuten, weil der Jupiter hier im Reisehaus ist oder im sozialen Umfeld, dass hier aus dem Umfeld auch keine Klarheit kommt oder dass man sich wünscht oder den Sinn im Reisen sucht und am liebsten flüchten möchte oder vielleicht das auch tut. Und dann haben wir als Ergebnis hier nämlich auch den MC im Zeichen. MC, wie um Poeli, die Himmelsmitte, soll das heißen. Das ist im Zeichen Schütze und das bedeutet halt hier auch wieder, dass der Sinn gesucht wird hier in fernen Welten, in anderen Horizonten, vielleicht indem man
hier diese emotionalen Druck, da möchte man am liebsten halt das Land verlassen, vielleicht, so könnte man es sagen. So, also sehr, sehr viele Sehnsüchte begleiten diesen Vollmond. Und es findet halt auch viel vielleicht heimlich statt, weil der Neptun ja hier, wie gesagt, aus dem, also der Aszendentenherrscher Neptun hier aus dem 12. Haus wirkt. Und es könnte halt hier auch mit dem, gerade im 11. Haus, wie gesagt, mit den Freundschaften, dann haben wir hier den Saturn auch noch mit dabei. Das erwähnte ich ja anfangs, das sind halt auch so die Trennungen oder beziehungsweise Blockaden aus dem Freundesbereich, das wäre hier auch möglich. Und dann haben wir auch weiterhin, das ist auch etwas, was ich vorhin erwähnte, diese Verbindung von Mars zu Uranus, die halt sehr viel Unruhe und Streit bringt. Und das beläuft sich hier möglicherweise auf den Arbeitsplatz. Hier gibt es vielleicht Ärger oder Auseinandersetzungen oder unterschiedliche Ziele. Das kann damit reinspielen. Und ansonsten haben wir hier auch noch könnte man noch sagen, dass man hier mit Chiron im ersten Haus, ja, die eigene Person fühlt sich vielleicht verletzt. Also das Ich ist hier verletzt und der Freundeskreis, das sind halt auch Schwierigkeiten. Also, und wie gesagt, diese trennenden Aspekte hier beim Steinbock, das spielt hier alles mit rein. Das muss man beachten. Und dann schauen wir jetzt nochmal, was das Tarot dazu sagt. Und da haben wir hier als Karte der Thematik hier Sechs der Schwerter. Da haben wir auch so einen Rückzug. Da verlässt ja jemand hier das Geschehen. Und zwar auch, es könnte auch hier so eine Familie oder ein Pärchen mit Kind halt, wie gesagt, oder auf jeden Fall geht es ja darum, dass man hier dass man hier die Flucht antritt und sich aus einer Verbindung löst und sich zögerlich dann in eine andere Richtung bewegt, erschwerlich. Also das, denke ich mal, ist sehr, sehr treffend auch wieder. Und dann habe ich hier zur Klärung noch die 10 der Stäbe gezogen. Und das sieht ja hier auch wieder die Bürde, die Belastung. Also es geht hier nicht voran, richtig. Man ist vielleicht auch überfordert, also wirklich fühlt sich überlastet und die Perspektive ist nicht wirklich zu sehen. Und als Ausblick habe ich hier die 7 der Schwerter. Und die 7 der Schwerter ist ja auch die klassische Karte hier für Unehrlichkeit oder Intrigen. Also so eine richtige Klärung gibt es auch nicht. Und diese Illusionen, die ich eben ansprach, werden dann hier auch weitergehen. Also da ist noch einiges zu klären und in dieser Phase ist da noch keine Klärung in Sicht. Und man muss halt auch ein bisschen aufpassen, dass im Umfeld mit ehrlichen Karten gespielt wird. Also da sollte man ein bisschen den Blick drauf haben. So, das wollte ich noch als Ergänzung sagen. Ich denke, das ist sehr, sehr schön bildlich hier nochmal erklärt und ist ja auch sehr stimmig zu der astrologischen Interpretation. Und dann wollte ich noch erwähnen, falls du selber in einer Situation bist, vielleicht auch jetzt durch den Neu- oder Vollmond und denkst, ja, wie geht's weiter in der Beziehung? Wenn du oder in einer Liebeskrise bist oder in einer generell Beziehungsprobleme hast oder halt beruflich wissen möchtest, wie es weitergeht und dort vielleicht Angst hast, dass da keine Perspektive in Sicht ist oder ein Jobverlust oder was man machen könnte oder wissen möchtest, wann halt wirklich die Liebe ins Leben tritt oder halt auch wissen möchtest, wann ja, gute Zeiten anstehen oder wo der Sinn des Lebens ist, dann berate ich dich gerne. Und zwar findest du mein Angebot unter www.apolloastro.de. Dort kann man unter Angebote ja, beziehungsweise mich kontaktieren also sich informieren, wollte ich sagen. Und da freue ich mich natürlich, da gibt es halt sehr, sehr schöne Lösungsmöglichkeiten. Und ich sage vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und wer noch mehr Interesse hat, der kann mich natürlich auf Facebook abonnieren oder wie gesagt unter apolloastro.de ein Newsletter. Ich sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wünsche einen wunderbaren Monat Juli.